Hallo und herzlich willkommen zurück in FIFA 22 in der Managerkarriere mit dem FC Hansa Rostock. Wir stehen auf der 9, müssen jetzt wieder nach München, um gegen Türkgücü anzutreten. Das Hinspiel war ein, nicht gerade schönes 1:4. Ich meine, gut, wann ist mal schön, wenn man 1:4 verliert? Aber ich erinnere mich auf jeden Fall an die Dominanz in der ersten Hälfte, die von Türkgücü ausging. Da konnten wir nur wenig gegensetzen und in der zweiten Hälfte war dann, ist das Ganze dann auch nicht wirklich besser geworden. Heute versuchen wir ein bisschen, den Aufwärtstrend der letzten Spiele mitzunehmen. Haben jetzt eine, wieso zähle ich das eigentlich nie vorher nach? Haben jetzt eine niederlagenlose Serie von, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Spielen. Also 9 Spiele nicht mehr verloren. Wenn man nur auf Ligaspiele geht, dann haben wir schon 10 Spiele in der Liga in Folge nicht mehr verloren. Pflichtspiele generell. Gut, da war halt noch das Spiel gegen die Bayern dazwischen. Im DFB-Pokal das 1:6. Aber ansonsten sind wir in der Liga momentan ganz gut dabei. Schielen ja schon so ein bisschen in die Richtung des oder der Tabellenspitze. Und da möchte ich auch irgendwie wirklich hin, so langsam. Wäre schön, wenn wir dieses Jahr den Aufstieg schaffen und dann in der nächsten Saison eben noch in der ersten Liga ein bisschen rumkicken können. Ich erwarte jetzt nicht, dass wir da dann großartig abschneiden, aber ich würde gerne dieses Erstliga-Feeling mit Rostock wieder haben. Wäre auf jeden Fall richtig, richtig gut. Türkgücü hat nur 22 Tore erzielt. Wenn man bedenkt, dass sie gegen uns 4 gemacht haben, haben sie in den restlichen Spielen einfach 18 Tore, also nur 18 Tore erzielt. Und da fragt man sich dann schon, was machen die? Ich meine, wir sind jetzt am 25. Spieltag. Es ist schon okay, wenn du, nur 25 Tore geschossen hast. Wenn er halt dann alle Spiele 1:0 gewinnt oder so. So, kriegen wir den irgendwie noch gedreht? Leider nicht. Da hatten wir jetzt gerade so eine Überlegenheit im 16er, dass ich keine Ahnung hatte, was ich machen soll. An den Punkt muss halt auch erstmal kommen. Ingelsson. Chato. Kusic. Und Türpitz. Ja, entscheid dich. Simon. Da unten ist Littger wieder ganz alleine. Legt den rüber und das ist das 1:0 durch Martens. Oh nein, oh nein. Ah, ja, genau. Das macht man vor gegnerischen Fans, Junge. Genau. Entschuldigung. So, Moritz Littger, ja. Was soll man dazu sagen? Steht nicht ohne Grund zur Auswahl für den Spieler des Monats. Das ist eine super Hereingabe. Oh, und das ist so provokant, das tut schon weh. Geldstrafe für Martens, sowas macht man nicht. Das war auch überhaupt nicht gewollt, dass ich da rauslaufe. Ich wollte nur zur Eckfahne. Aber gut, andererseits ist es halt auch richtig schwer, in FIFA vor seinen eigenen Fans zu jubeln. Ich meine, da geht's noch, weil hier sind die Ecken, glaube ich, nicht besetzt mit Tribüne. Aber meistens kriegt man ja nur so eine, so eine kleine Ecke.
Aber wir müssen einfach nach oben laufen, wenn Martens jetzt nochmal trifft. Tut er. Und jetzt fallen wir vor den Fans. 2:0, 15. Minute. Und das sieht doch schon besser aus. Das fühlt sich auch besser an. Gut, ich muss nicht sagen, von wem die Vorbereitung kam. Das steht, also das ist ganz klar. Gibt es irgendwie nur einen, wenn er auf dem Platz steht. Und nach 15 Minuten haben wir die 2-0-Führung. Elfte und 15. Also der Doppelpack von Theo Gunnar Martens. Und jetzt Batista Meier. Da ist eine Riesenlücke in der Abwehr. Die versucht er selbst zu nutzen. Gelingt nicht. Chato. Ja, schade. Die Übersicht war da. Die Präzision im Pass leider auch nicht an der Stelle. Und Pascozzi für Unbehauen. Der jagt das Ding einmal nach vorne. Aber sofort ist der Ball wieder auf der anderen Seite. Mickels mit der Möglichkeit. Jagt ihn über den Kasten. Und wir können es jetzt nochmal versuchen mit so einem ganz weiten Abstoß. Irgendwie, Gefahr aufs Tor der Münchner zu bringen. Das sind ja auch wirklich so Sachen, wenn sie halt einmal funktionieren, dann muss man es immer wieder versuchen, wenn die Möglichkeit besteht. War ja auch ähnlich mit Markus Kolke. Der hat die Dinger ja auch, bevor wir ihn dann eben verkauft haben, auch immer so weit nach vorne geknallt. Und da waren ja auch schon so 2-3 Tore dazwischen. Littka. Ja, sauber dran vorbeigegangen. Moritz Littka. Und danke für diesen Freistoß. Keine Karte. Muss es auch nicht geben. Alles in Ordnung. Wir versuchen es einfach mal. Es ist so schlecht. Littka. Legt ihn raus für Godin. Der sieht im Rückraum nochmal Ingelsson und der versucht selber mit diesem wunderbaren Schlenzer Vollert mit der Parade. Wert ab zur Ecke. So, Littka nochmal mit einer Flanke. Und Frenzen. Ja, mit dem Lupfer Unbehauen zu weit draußen. 1-2. Das ist uns lang nicht mehr passiert. Aber was willst du da auch machen? Wenn der halt, weiß ich nicht, wenn Unbehauen im Tor bleibt. Ich habe keine Ahnung, ob Pascozzi das noch hinkriegt, den einzuholen. Und in der Mitte sind auch genug Leute mitgelaufen. Wenn der den einfach in die Mitte legt, ist auch egal, ob Unbehauen im Tor ist oder nicht. Dann ist der auch drin. Also ist die Möglichkeit eigentlich nur rausstürmen und versuchen irgendwie, den Schützen, zu verunsichern. Dass der Schuss eben nicht gelingt oder zu wenig Kraft drin steckt, dass man ihn dann doch irgendwie noch kriegt oder so. Keine Ahnung. Wie gesagt, das ist uns lange nicht mehr passiert. Also es hat einige Male funktioniert, dass der Lupfer eben zu wenig Power hatte. Aber jetzt muss Unbehauen aufpassen und das tut er auch sehr gut. Doppelchance.
Türkgücü. Unbehauen in Kombination mit der Latte. Die uns hier im Spiel halten. Und Littger, der im Gegenzug direkt einschiebt zum 3-1. Der entwickelt sich jetzt zum Torjäger. Ja, aber einfach die Selbstsicherheit aus den letzten Spielen. Das Selbstvertrauen in die eigenen Stärken. Und ein 3-1 noch vor der Pause, das sehe ich doch gerne. Hottmann. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Batista Meier. Ach komm. Schön. Schnell ausgeführt. Könnte das nochmal eine Gefahr bringen? So leider nicht. Aber vielleicht nochmal auf... Ach komm. Ich hasse es, wenn das passiert. Aber gut, 3-1 zur Pause. Littger mit, ja, 2 Torbeteiligungen. 1 vorbereitet, 1 selbst gemacht. Martens mit 2 Toren. Ist ein ganz gutes Spiel bis hin. Bis hierhin. So. Ist nur ein bisschen schade, dass wir eben die Tore nicht, die Gegentore nicht einstellen können. Dass da immer wieder, ja, ein Ball durchrutscht. Batista Meier. Ah, weiter Ball nach vorn. Und dann wäre da fast wieder ein Problem gewesen zwischen Torwart und Verteidigung. Wie auch im letzten Spiel gegen Darmstadt. Aber manchmal muss man solche Sachen auch erzwingen. Ingelsson. Batista Meier. Und da haben wir ihn doch. 4-1, zweites Saisontor. Für den Mann, der in der Winterpause erst kam und der lässt sich wieder feiern. Vor der falschen Tribüne. Aber da schwingt ja noch mehr mit, ne? Der kam ja von Bayern zu uns. Hat also vielleicht noch so ein kleines Derby-Feeling oder so, keine Ahnung. Ich finde es trotzdem krass, dass es jetzt auf Weltklasse auf einmal doch irgendwie funktioniert. Und dann auch noch so gut, dass wir mal so einen Mist ausprobieren können. Wow. Hottmann. Mikkels. Und der ist im Aus. Gibt den Einwurf und eine Auswechslung. Für Türkgücü. Meier kommt für Gorzel. Meier. Und Batista Meier.
Ah, sehr gut. Sehr guter Ball für Littger. Der mit dem Ball für Martens und der scheitert an Vollert. Batista Meier, Entschuldigung. Ingelsson nochmal. Und der holt sich den Elfmeter sogar raus. Chato sieht die gelbe Karte. Und es gibt Elfmeter. So, Jacobi kommt für Mikkels, Littger geht runter und Schumacher kommt bei uns. Und das ist Panenka-Time. Es war keine Panenka-Time und jetzt sieht Simon aus wie ein Idiot. Oder auch nicht. Guter Ball für Martens, der macht seinen Dreierpack und das 5:1. In der 71. Minute. Direkt im Anschluss des vergebenen Elfmeters. Gutes Solo auf jeden Fall. Von Xavi Simon. Der hat jetzt ganz viel Platz. Versuch's nochmal aus der Distanz und ich dachte gerade schon. Ich dachte gerade schon, der jagt den wirklich rein. So, jetzt kommt nochmal Knöll für Sliskovic bei Türkgücü und bei uns Godor raus und Yassin rein. Schärf. Oh, stark. Richtig starkes Zuspiel. Und ich sehe da schon ein Problem. Aber ja, die Flanke von der Höhe her sehr gut für Simon gespielt. Nächster Lupfer, diesmal hat unbehauen das Ding. Und das meine ich eben, ne? Genau so eben den Stürmer dazu bringen oder den Gegenspieler recht früh dazu bringen, den Lupfer zu machen. Und eben darauf hoffen, dass er dann den Ball nicht stark genug trifft. Batista Meier wieder. Der Ballverteiler auf unserer Achterposition, das ist jetzt Lukas Schärf mal mit einem Versuch. Gut, Simon bekommt mal eine Pause, Dertlo übernimmt und er übernimmt auch die Kapitänsbinde direkt. Yassin, das ist Martens. Und wir kriegen noch eine Ecke. Martens. Knöll. Und Vrenetzi. Nächste Möglichkeit, Hortmann. Alter. Ich versuch's mit der Brechstange. Jo, ist klar.
Bleibt also beim 5:1. Und könnte jetzt nochmal eine Nummer höher werden. Da passt Vollard aber zu gut auf. So, Batista Meier jetzt nochmal. Und Yassin, er hätte jetzt gerne nochmal abgeschlossen, muss ich ja ehrlich sagen. Aber gut, wir revanchieren uns richtig stark gegen Taguchi. Verlieren das Hinspiel 1:4, gewinnen das Rückspiel 5:1. Sammeln weitere Punkte und Taguchi, ja, die müssen sich jetzt langsam Gedanken machen, wenn sie es nicht schon vorher getan haben, um den Klassenerhalt. Wir haben mehr Pässe. Geil. Wir haben mehr Pässe geschafft als unser Gegner. Das ist gut. Das hatten wir lange nicht. Oder noch gar nicht, oder? Weiß ich gerade gar nicht. Auf jeden Fall die anderen Spieler auch zwei Auswärtssiege. Heidenheim gewinnt auswärts und Ingolstadt ebenfalls. Ich kann jetzt gerade nicht sagen, gegen wen. Dafür habe ich jetzt zu langsam geguckt. Und Martens ist ausgeglichen. Warum? Also, okay. So, und was haben wir jetzt wieder? Ja. Oh, wir sind älter geworden. Von 20,8 auf 21. Ja, und wir werden die Millionen nicht schaffen. Wir werden die Millionen einfach nicht packen. Hoffen wir einfach mal, dass das nicht die ausschlaggebenden die ausschlaggebenden Ziele sind, die uns an unserem Stuhl halten, in unserem Stuhl halten. Ja, Ulrich Barpo, bester Vorlagengeber. Mal schauen, wie lange noch, wenn Batista Meier so weitermacht. Und Unbehauen hat sich das Ding geholt, ist Spieler des Monats Februar geworden. Und das trotz einiger Gegentore. Also kann man auf jeden Fall machen. Gut. Wir gucken mal ganz kurz in die Conference League. Nee, wir gucken anders in die Conference League. Das interessiert mich jetzt nämlich auch mal. Wir können generell mal gucken. Ach nee. Ah, falsche Tabelle. Falsch. Was ist denn hier? Das ist ein bisschen dämlich, ist aber gut. Und zwar die Bundesliga. Wie sieht's denn da aus? What? Leipzig vor den Bayern, dann Wolfsburg, Leverkusen, Dortmund, Hertha. Leipzig, deutscher Meister? Fragezeichen. Die haben auch 20 Siege. Auch nur eine Niederlage. Eieieiei. Ja, gut. Nur eine Frage der Zeit, ne? Bis das mit Leipzig da mal funktioniert. Absteigen wird wahrscheinlich Düsseldorf. Für Augsburg sieht es auch nicht so gut aus. Die haben aber immerhin noch ein bisschen mehr Chancen. Zusammen mit Fürth. Und Gladbach auch so weit da unten drin. Wow. Wie sieht die dritte aus? Aue auf 1. Dann Braunschweig und Würzburg auf dem Relegationsplatz. Aber punktgleich mit Osnabrück und Werl. Also da ist noch nicht so viel entschieden. Und unten haben wir Havelse stehen, Freiburg 2 und Meppen. Dortmund 2 ja, glaube ich, dann auch noch bedroht. Ne? Da steigen ja 4 ab. Aber auch hier eigentlich noch alles möglich. Interessant. Wenn wir schon mal dabei sind, komm. Man City vor Man United. Liverpool nur auf der 4, schade. Interessiert einen ja auch immer so, was die Ex-Vereine machen. Aus den letzten Karrieremodi. Gut, wir gucken nochmal rein in den DFB-Pokal. Da haben wir die Halbfinalspiele Augsburg, Wolfsburg und Frankfurt, Bayern, München. Nachdem Bayern 4:0 gegen Köln gewinnen konnte im Viertelfinale, Wolfsburg gewann 4:0 gegen Bielefeld. Gladbach, Augsburg 1:2 und Bochum, Frankfurt 2:3. Und die Runde hier war die, in der wir rausgegangen sind. Okay.
Und das wollte ich nicht. Gehen wir wieder rein. Meisterpokal, dritte Liga. Es ist so dämlich, dass man es so nennt, meine ich. UEFA Superpokal. Nee, Champions League. Wir fangen mit der Europa Conference League an. Ich werde jetzt nicht jede Liga durchgehen. Nicht jede Liga, nicht jedes Ding durchgehen. Sassuolo gegen Hajduk Split. Mhm. Benfica Utrecht. Frankfurt Trabzonspor. Aha, Frankfurt also dabei. Anderlecht Dinamo Zagreb. Okay, Stade Rennes Panathinaikos. Everton Malmö. Fenerbahce Arsenal ist in die Conference League gerutscht, alles klar. Und Athletic Bilbao gegen Olympique Lyon. Das klingt irgendwie zum größten Teil echt unattraktiv. In der Europa League hingegen sieht es ein bisschen besser aus. Tottenham Piemonte, also Juventus. Eindhoven Viktoria Pilsen ist ja okay. Mailand, also AC Mailand, Villarreal. Geiles Ding. Real Sociedad gegen Porto. Alter. Leicester Bergamo. Oh. Mhm. Ja. Olympique Marseille gegen Brügge. Das kann man machen. Braga, Gent. Gut. Und Sevilla gegen den AS Rom. Alter. Also ja. Und vielleicht wird es jetzt ein bisschen, also noch ein bisschen geiler. Bayern, Spartak, Moskau. Nun. Hm. Barca, Lokomotiv, Moskau. Hm. Manchester United gegen Latium, also Lazio Rom. Atletico Madrid gegen Liverpool. Die sehen sich jetzt irgendwie jedes Jahr, kann das sein? Chelsea, Sporting, Real Madrid, Inter Mailand. Geiles Ding. PSG, Neapel, auch sehr cool. Und Man City gegen Leipzig. Hm. Interessiert es mich nur, haben die anderen deutschen Mannschaften das einfach nicht durchgeschafft? Oder was passiert? Ja, Dortmund gehört nicht zu den besten Gruppen Dritten, alles klar. Boah, allein die Gruppe. Barcelona und Liverpool und Porto auch noch mit drin. Ja, Salzburg kannst du ausklammern. Okay. Ja, Gladbach als Vierter hier. Alles klar. Sehr, sehr cool. Und wir gucken mal nochmal ganz kurz in unsere Nachrichten. Fördern unsere ja, Entschuldigung. Letztlich werden sie sicher einen Ersatzstürmer suchen, aber geben sie mir die Chance für ihn zu Warum? Also, was hast du jetzt für Bedenken? Du spielst die ganze Zeit in der Startelf. Du bist unser bester Torschütze. Du bist der zweitbeste Schütze der Liga. Woher kommen jetzt deine Bedenken nach einem Dreierpack im letzten Spiel? Gut, lassen wir das. Nächstes Spiel ist auf jeden Fall gegen den Tabellendritten, gegen Schalke. Hinspiel waren 2-2 und mit einem Sieg könnten wir es schaffen, auf Platz 6 vorzurücken, mal wieder. Wenn alle anderen eben mitspielen. Nein, gar nicht. Die haben schon gespielt, so. Mit einem Sieg wären wir auf Platz 6. Ja, dann versuchen wir unser Bestes gegen Schalke. Und ich freue mich, wenn ihr dann wieder einschaltet im nächsten Video. Bis dahin und ciao.